Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich zur 7. Runde von VBV im Diskurs begrüßen. Viele von Ihnen waren ja schon im letzten Jahr dabei. Für anderen, die uns noch nie kennen, es gibt von den letzten 6 Diskussionsrunden jeweils eine Videoaufzeichnung und ein E-Book zum Nachschauen. Ja, was spannend war, es gab ein Schlüsselwort, das sich bei allen 6 Diskursrunden durchgezogen hat, das im Mittelpunkt stand, und das war das Wort Transformation, Systemveränderung, Umdenken. Und genau da wollen wir heuer und heute ansetzen. Wir stellen uns die Frage, wie geht diese Veränderung? Was braucht es dafür? Wo muss man ansetzen? Und da steht an allererster Stelle das Wort Verantwortung. Und genau um diese Verantwortung geht es uns heute. Es freut mich, dass heute wieder so viele teilnehmen, denn es zeigt, dass ganz offensichtlich gerade jetzt in Umbruchzeiten, in schwierigen Zeiten durchaus Platz ist für Diskussionen über grundsätzliche Fragen und über Werte. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Gabriele Faber-Wiener. Ich habe vor einem Jahr gemeinsam mit der VBV diese Reihe konzipiert und ich darf sie auch heute wieder durch die Diskussion führen. Ich lehre und berate diese Themen, um die es uns heute geht. Ja, wir werden uns heute dem Thema Verantwortung aus verschiedenen Seiten nähern. Uns zuerst, wie immer, mit dem Begriff auseinandersetzen, nämlich was bedeutet überhaupt Verantwortung? Was ist unsere Verantwortung im Jahr 2021 angesichts der Situation, in der wir uns befinden? Wer trägt welche Verantwortung oder auch nicht? Also wo wird Verantwortung vermieden, ob bewusst oder unbewusst? Ganz wichtig, welche Rolle spielen Unternehmen dabei? Und was verändert sich hier gerade? Sei es durch Wertewandel, sei es aber auch jetzt natürlich durch das omnipräsente Corona-Thema. Wobei es sicher keine reine Diskussion rund um Corona werden wird. Und last not least werden wir uns auch mit der Frage befassen, was braucht es in Zukunft für diese notwendige Transformation? Wer muss hier zum Beispiel auch stärker in die Verantwortung gehen? Also eine ganze Fülle von Fragen. Wir werden sehen, wie viele wir wirklich beantworten können und wo uns die Reise hinführt. Auch Sie im Publikum haben die Möglichkeit, wie immer Fragen zu stellen. Es gibt ein Frage-Antwort-Tool, das Sie bei sich am Screen haben. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Ich darf Ihnen nun unsere Runde vorstellen. Ich beginne mit Frau Diplom-Ingenieur Dr. Sabine Herrlitschka. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG, Weltmarktführer von Halbleitern für die Autoindustrie, für die, die es nicht kennen. Davor war sie sowohl in akademischen als auch in wirtschaftlichen Spitzenpositionen. Sie ist 2019 zudem Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung und Trägerin vieler Auszeichnungen, um nur zum Beispiel die Ehrensenatorin der BOKU zu nennen. Und vor kurzem im Top 1000 Manager Ranking wurde sie auf Rang 5 gewählt als erste Frau in Österreich oder Österreichs. Dann Ingenieur Magister Andreas Matte. Ich lasse dann in der Diskussion die Titel weg. Jetzt erwähne ich sie aber. Wir sind ja in Österreich. Andreas Matte ist CEO der ÖBB. Er hat einen ganz anderen Werdegang. Er ist seit seiner HTL-Matura, also eben nachgerechnet, seit fast 40 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, vielleicht sollte ich das nicht sagen, bei den ÖBB. Er begann als Bauleiter, später in Leitungsfunktionen in verschiedenen Bereichen, hat berufsbegleitend studiert und war aber schon vor seiner Bestellung zum CEO-Ressortvorstand bei der ÖBB Infrastruktur AG. Sein Vorstandsmandat ist gerade erneuert worden, das heißt, er wurde auch für die nächsten 5 Jahre wieder bestellt. Auch er ist einer, der immer wieder ausgezeichnet wurde und einer der führenden CEOs in Österreich ist, wenn man das so sagen kann. Dann Professor Dr. Guido Palazzo, er ist Philosoph, Professor für Unternehmensethik an der Universität Lausanne, Visiting Fellow in Oxford und Nottingham.
ist Mitherausgeber für Fachmagazine, arbeitet mit verschiedenen UN-Organisationen, aber auch Unternehmen an Verantwortungsthemen. Und sehr spannend, seine Forschungsschwerpunkte haben sich massiv verändert, wie er mir im Vorgespräch erzählt hat. Er distanziert sich mittlerweile ziemlich radikal von seiner früheren Auffassung, was das Thema Verantwortung von Unternehmen betrifft. Da sind wir schon sehr neugierig, das wird er uns später erläutern, was er genau damit meint. Dann jemand, den Sie vermutlich alle kennen, Dr. Matthias Strolz, war Gründungsmitglied und viele Jahre Bundesparteivorsitzender und Clubobmann der NEOS, Nationalratsabgeordneter in der Zeit und bekannt für seine sehr markanten, blumigen und sehr treffenden Aussagen in dieser Funktion. Heute ist er primär Unternehmer, nennt sich Impact-Unternehmer, sieht sich als Begleiter von Wachstumsprozessen und hat hier auch eine ganze Reihe an Publikationen verfasst, verfügt aber auch über die einschlägigen Studien dazu, also unter Organisationsentwicklung etc. Und Armin Thurnherr, auch kein Unbekannter, er ist Herausgeber der Wochenzeitung Falter, arbeitet seit 1970 als Autor sowohl von vielen Büchern, aber auch Theaterstücken, Artikeln. Unter anderem hat er auch für die Zeit und die Woche geschrieben. Armin Thurnherr ist auch bekannt für seine kritischen Stellungnahmen zu vielen Grundsatzfragen, zu vielen Entwicklungen im Land. Auch er ist Träger vieler Auszeichnungen, unter anderem Bruno-Kreisky-Preis, Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels und andere. Und last not least, Sie kennen ihn schon, unseren Gastgeber, Magister Andreas Zakostelski. Er ist Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorgekasse, Generaldirektor der VBV-Gruppe, zudem Obmann des Fachverbands der Pensionskassen in der Wirtschaftskammer und Bundesvorsitzender des Wirtschaftsforums Führungskräfte. Er beschäftigt sich ebenfalls seit langem mit den Themen, um die es uns heute geht, nämlich Verantwortung und Nachhaltigkeit. Und ich würde gleich ihn bitten, Herr Zakostelski, ein paar einleitende Worte zu sagen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Gerne, vielen Dank, Frau Farina. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich darf Sie wirklich sehr, sehr herzlich begrüßen, vor allem Sie und euch als Diskutanten, aber natürlich auch unser interessiertes Publikum. Und ich wünsche Ihnen und uns allen einen spannenden Diskurs zum Thema Verantwortung neu denken. Und gerade dieses Thema Verantwortung, das man unheimlich breit diskutieren kann, auf der einen Seite sehr abstrakt angehend, sehr philosophisch. Und auf der anderen Seite glaube ich, wie es die meisten Unternehmensführer und Unternehmermanager tun werden in der Alltagswelt, nämlich sehr praxisorientiert das Thema Verantwortung zu implementieren in ihren Bereichen und auch zu leben. In einem gut geführten Unternehmen gibt es aus meiner Sicht beides. Man muss immer wieder eine Standortbestimmung machen, auch überlegen, wo steht man mit den eigenen Werten, wie entwickelt sich die Gesellschaft, welche Antworten gibt es darauf. Diese Dinge kommen im Mission Statement zum Ausdruck. Und auf der anderen Seite ist es aber, ich habe vorhin schon angesprochen, ganz wesentlich, die Verantwortung wirklich in den Alltag, Unternehmensalltag zu integrieren. Das heißt, genau zu schauen, wem wird Verantwortung übertragen, Verantwortung auch zu übernehmen. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wird oft ein bisschen übersehen, für mich gehört zur Verantwortung auch das Ablegen von Rechenschaft, was man mit der Verantwortung oder im Rahmen der Verantwortung gemacht hat. Wenn ich vielleicht ganz kurz unsere VBV-Gruppe als Beispiel heranziehen darf, die meisten von Ihnen wissen, ich will jetzt nicht lange darauf eingehen, dass wir Marktführer bei der betrieblichen Altersvorsorge sind, also ein Drittel Marktanteil bei der Pensionskassenvorsorge auf der einen Seite und ein Drittel Marktanteil ebenfalls im Umfeld der Vorsorgekassen, das ist Abfertigung neu, wenn man so will. Und damit, wenn man nachdenkt, was wir hier tun, sieht man, dass das Thema Verantwortung in unserer DNA drin steckt. Weil unser Kerngeschäft eben die Verantwortung für die generationenübergreifende Vorsorge ist. Da liegt viel an Versprechen drin. Wir sehen auch viel als Selbstverpflichtung, das da drin steckt. Weil unser Geschäftszweck wirklich die langfristige Vorsorge ist. Das heißt, das Managen der uns anvertrauten Gelder, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Und das bedeutet für uns, weil das ein sehr, sehr langfristiges, wie gesagt, generationen
übergreifendes Geschäft ist, nachhaltig zu veranlagen. Bedeutet für uns ganz konkret, zum Beispiel in der Vorsorgeklasse, die laufende Reduktion der CO2-Emissionen, die wir mit unseren veranlagten Investments auslösen. Das ist also unser Kerngeschäft. Darüber hinausgehend, und da sind wir beim Unternehmensalltag, war für uns ganz wesentlich zu sagen, wir wollen auch innerbetrieblich das Leben, wofür wir stehen, nämlich für Nachhaltigkeit, im CSR-Begriff im weitesten Sinne. Und so haben wir auch unseren eigenen Betrieb, also die Vorsorgekasse ganz konkret 2014, auf klimaneutral gebracht. Die gesamte Gruppe ist dann gefolgt, seit 2018 ebenfalls klimaneutral. Und letztendlich, weil wir der Meinung sind, dass Leitbetriebe auch eine Verantwortung haben in Richtung Gesellschaft, haben wir diese Diskursrunde gemeinsam mit Frau Faber-Wiener im Frühjahr des Jahres 2020 inmitten der aufbrechenden Krise initiiert, weil wir der Meinung sind, dass gerade in einer Krise geht, Verantwortung wahrzunehmen. Es bieten sich hier auch, das ist kein, natürlich auch ein Schlagwort, aber da steckt was drinnen, es bieten sich auch hier viele Chancen und Möglichkeiten, weil sich die Gesellschaft verändert, die Wirtschaft verändert. Und hier wollen wir auch mit dieser Reihe, mit Ihnen gemeinsam, Impulse für eine positive, nachhaltige Zukunft in die Gesellschaft hineintragen durch unsere Diskussion. Und in diesem Sinne, Frau Faber-Wiener, freue ich mich auf die Diskussion. Gut, dann gehen wir trotzdem noch einmal, Sie sind jetzt schon sehr konkret, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, schaut, was ist Verantwortung, das muss das als erstes anschauen. Weil es ist ja, wenn man überlegt, zum einen eines der wenigen universellen Prinzipien, die wir haben, also weltweit, egal ob ich will oder nicht, egal wie die Gesetzeslage ist, wie die kulturellen Rahmenbedingungen, Verantwortung hat man, gibt es einfach. Die habe ich als Mensch, die habe ich als Führungskraft, wie Sie auch schon gesagt haben. Und Peter Ulrich, den ich sehr schätze, der Begründer der integrativen Wirtschaftsethik, hat hier den Terminus, das schöne Wort unhintergehbar verwendet. Verantwortung ist ein unhintergehbares Prinzip. Das heißt, die ist einfach da. Aber kaum gehen wir, und das ist genau das Ziel, was wir heute vorhaben, spricht darüber, was ist es jetzt wirklich? Ja, was ist jetzt Verantwortung? Da gibt es ja auch schon sehr viele Schlagworte. Also allein wenn man den Begriff Integration ins Kerngeschäft, den höre ich sehr oft in dieser CSR-Community. Aber gehen wir einen Schritt zurück und fragen wirklich, was ist es jetzt? Also ich fange mit der Frau Herrlitschka. Sie haben, ich habe gelesen im Jobportal What You Do, ein Interview gegeben, wo Sie gesagt haben, ich übernehme gerne Verantwortung. Was bedeutet Verantwortung für Sie? Ja, schönen Nachmittag in die ganze Runde. Ich würde für mich Verantwortung auf drei Ebenen einmal ganz plakativ zusammenfassen. Unter allem kann man ja dann sehr viel sagen. Also das eine ist, Verantwortung fängt bei mir, für mich immer bei einem selber an. Für sich selber Verantwortung übernehmen. Und ja, das Leben in die eigene Hand nehmen. Vielleicht auch da so der Connex zur Führung, weil wir ja beim Thema Führung, beim Leadership oft darüber denken, Leadership ist nicht etwas für ausgewiesene Führungskräfte, sondern schließt sich der Kreis. Jeder und jede ist Führungskraft für zumindest eine Person, nämlich sich selber. Und dann, wenn man das besonders gut kann oder besonders gern macht, darüber hinaus. Also so die erste Säule ist mal für sich selber Verantwortung übernehmen und ja, das Schicksal selber in die Hand nehmen. Sehr zugespitzt formuliert. Das zweite, Verantwortung auf Seite jetzt des Unternehmens. Wir haben 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, die haben Arbeitsplätze bei uns, bei Infineon Österreich. Dahinter stehen Familien, dahinter stehen Zukunftschancen. Bei uns, überhaupt in Kärnten, wo unser Österreich-Headquarter ist, ein Job bei Infineon Österreich führt zu 3 weiteren im Netzwerk. Wenn bei uns etwas schief geht, hat es Impact. Das heißt, die Verantwortung hier natürlich fürs Unternehmen, für die Ziele und so. Aber schlussendlich ist es aus meiner Sicht schon auch ganz stark auf der Ebene der Menschen, die da dahinter sind. Und natürlich in Zeiten wie diesen, Gott sei Dank, spielt auch das Thema jetzt Schlagwort CSR da rein.
Ich würde es eigentlich sogar mehr zusammenfassen unter dem Thema auch Nachhaltigkeit in einem breiteren Verständnis. Und da ist man heute als Unternehmen natürlich sehr gefordert, aber auch zu Recht. Und da hat man eine Verantwortung. Ob das jetzt in der Krise ist, wo wir Laptops zur Verfügung gestellt haben. Wir setzen bei unseren Aktivitäten sehr viel Schwerpunkt auf Ausbildung und Bildung, weil einfach Bildung die Grundlage für alles ist. Und kann man jetzt sehr viel noch dazu sagen, so als einen Gedanken dann vielleicht schon für die Diskussion. In vielen Fällen denke ich, dass wir als Unternehmen schon sehr viel Verantwortung auch schon übernehmen. Man diskutieren kann, gehört das hin? Gehört das nicht eigentlich eher in die öffentliche Hand? Also gerade beim Thema Bildung. Und da geht es mir nicht darum, schwarz-weiß zu diskutieren, sondern ja, also da sind die Grenzen dann meines Erachtens schon sehr fließend. Und das dritte Thema auch, jetzt einmal nur ganz plakativ, Verantwortung auf Ebene von, jetzt sage ich, öffentlicher Seite, Regierungen, egal auf welcher Ebene. Und da natürlich auch aus meinem Kontext heraus und auch aufgrund der Aktualität zwei Themen, die mich im Moment schon sehr beschäftigen. Wie fit sind unsere Governance-Systeme, öffentliche Governance-Systeme für Krisen? Unsere Governance-Systeme kommen stark aus der Verwaltung. Wenn man jetzt sieht, in einer Krise, Pandemie, wie gut sind die denn aufgestellt? Und jetzt will ich es gar nicht personifizieren, auf einer hat irgendwas schlecht gemacht, sondern systemisch betrachtet. Also ich glaube, wir werden in Zukunft mehr damit konfrontiert sein, sozusagen krisenhafte Situationen zu erleben, einfach deswegen, weil das Thema Unsicherheit stärker wird und Komplexität wird stärker. Und deswegen glaube ich, dass wir auf Regierungsebenen einfach auch eine Weiterentwicklung der Governance brauchen und damit verbunden ein Verständnis von Verantwortung, das sich hier entwickeln muss. Und der zweite Punkt, ich habe stark zu tun mit der Datenindustrie. Also es war ja jetzt in den Medien, Facebook und Neuseeland. Das ist das eine, da kann man ja schon sehr lustvoll über das Thema Governance und Verantwortung sprechen. Das andere, ich habe eine ganz interessante Gegenüberstellung, die Marktkapitalisierung der großen Datenunternehmen versus das GDP von Ländern. Und da kann man schon sehr gut ins Nachdenken kommen, wie denn Macht und Verantwortung heute verteilt ist. Und damit möchte ich es jetzt einmal für die Eröffnungsrunde belassen. Da haben Sie jetzt ungefähr 10 verschiedene Bälle schon in die Luft geworfen. Ich würde sagen, bleiben wir beim Thema Unternehmen und Verantwortung, weil das ist so das Erste, das Sie skizziert haben. Und ich glaube, was schon dann später noch kommt, ist der Punkt Verantwortung für sich selber. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch als Führungskraft. Aber bleiben wir mal vielleicht auf der Unternehmensebene. Ich würde gerne den Herrn Palazzo fragen, als der Philosoph auch in der Runde, wenn Sie das hören, gleichzeitig auch wenn ich an unser Vorgespräch denke, was bedeutet jetzt Verantwortung, was bedingt Verantwortung von Unternehmen, vielleicht auch im Zusammenhang dessen, wo Sie gesagt haben, Sie haben hier Ihre Position radikal verändert. Auch wie schätzen Sie da jetzt das ein, was die Frau Herrlitschka gesagt hat? Ich mache solche Diskussionen schon seit fast einem Vierteljahrhundert. Mhm. Und ein Grund, warum ich sehr skeptisch bin, was diese Debatten angeht, ist, wenn wir jetzt diese Debatte hier mit einer Zeitreise ins Jahr 2003 versetzen könnten, wo ich angefangen habe, als Unternehmensethiker in Lausanne zu unterrichten, würden wir dieselben Fragen stellen und wir würden ungefähr dieselben Antworten hören. Gleichzeitig nimmt die ökologische Krise eine Geschwindigkeit an, die deutlich zeigt, dass wir gerade dabei sind, unser System gegen die Wand zu fahren. Das heißt, wir reden seit 20 Jahren über dieselben Dinge und nichts ändert sich. Vielleicht mal zwei Zitate aus dem Februar letzten Jahres von dem World Economic Forum.
Mark Benioff, der CEO von Salesforce, sagte dort, und das war kurz vor Covid, der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ist tot. Und Angela Merkel, die ja nicht bekannt ist als Revolutionärin, sagte am selben Ort, wir haben 30 Jahre, um unsere Gesellschaft radikal zu verändern. Ich zeige meinen Studenten immer zwei Artikel aus den Zeitschriften Nature und Science, beide veröffentlicht im Oktober letzten Jahres, vorletzten Jahres, 2019. Der eine sagt, dass in Deutschland innerhalb von 10 Jahren 80% der Insekten verschwunden sind. Und der andere sagt, dass in den USA innerhalb von 50 Jahren ein Viertel der Vögel verschwunden sind. Die dritte Zahl, die ich meinen Studenten nenne, ist die Hälfte des CO2, das wir als Menschheit jemals produziert haben, haben wir in den letzten 30 Jahren produziert. Das war nach dem Film von Al Gore. So, wir haben also diese Beschleunigung der Krise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dieselbe Diskussion wie immer. Wer ist für was verantwortlich? Wir schaffen Arbeitsplätze. Das ist alles altes Zeugs. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen uns fragen, wie bauen wir diese Gesellschaft radikal um, sodass wir ganz anders produzieren und sehr viel weniger konsumieren, als wir das bisher gemacht haben. Das geht in Lebensstile, das geht in Wertschöpfungsketten. Und das hat sehr wenig zu tun mit dem, was wir bisher so unter Verantwortung verstanden haben. Deswegen bin ich auch so skeptisch bei dem Thema. Bisher haben wir immer gedacht, wir machen einfach so weiter wie bisher, nur mit grüner Energie. Und das wird nicht gehen. Wahrscheinlich sind wir hier ein bisschen falsch repräsentiert, weil sowohl die VBV als auch die ÖBB sind ja eher, ja, der eine, VBV eher auf der Seite, die auch leiden werden durch diese radikalen Risiken, die kommen. Und die ÖBB einer der Gewinner dieser Krise, weil wir brauchen mehr davon. Ich als großer Nachtzug-Fan der ÖBB bin da ein bisschen biased. Aber wir müssen uns fragen, also wie schaffen wir es, wenn nicht in den nächsten 10 Jahren aus Plastik rauszukommen? Wie schaffen wir es, in den nächsten 10 Jahren klimapositiv zu werden? Klimaneutral ist ja schon gar nicht mehr genug. Und dann sehe ich gleichzeitig die Unternehmen Ziele für 2050 formulieren. Das ist absurd. 2050 haben wir Kollaps, wenn wir so weiter machen. Deswegen bin ich skeptisch und deswegen glaube ich, und was mir Hoffnung macht, ist, dass einige Unternehmen das inzwischen verstanden haben und radikal umsteuern, dass wir sehr, sehr viel anspruchsvoller verändern müssen. Wir müssen sehr viel größere Geldbeträge in die Hand nehmen und sogenannte Moonshot-Projekte machen. Moonshot im Sinne, wie Kennedy das damals gemacht hat, ein Ziel formulieren, ohne dass man nicht weiß, wie man da hinkommen soll. Microsoft hat gesagt, wir sind in 2050 CO2-negativ. Das heißt, wir holen alle CO2, die wir jemals produziert haben, inklusive unserer gesamten Kunden, wieder rein. Wenn man mit denen spricht und fragt, wie wollt ihr das machen, ist die Antwort, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Aber das Ziel ist da und das ist wichtig. Man braucht diese Moonshot-Ziele, damit man endlich versteht, hier geht es um radikalen Wandel. Und ist nicht der EU Green Deal genauso ein Moonshot-Ziel? Wir haben eine eigene Diskussionsrunde zum EU Green Deal gemacht. Ich glaube, das ist ein möglicher Leverage, den wir nutzen können, um Unternehmen zu motivieren, in solche Projekte zu investieren, um sie zu ermutigen und auch um das gesamte Umdenken der Gesellschaft zu erzeugen. Wir müssen alle was ändern. Wir müssen anders konsumieren, anders produzieren. Nur hilft es nicht, wenn wir dann immer diskutieren, wer fängt an, wer ist für was verantwortlich, weil das machen wir seit 20 Jahren und wir schubsen die Verantwortung hin und her. Das hilft uns nicht weiter. Wobei ich glaube, um hier einzuhaken, wenn ich das richtig interpretiert habe, was die Frau Herlitschka auch gesagt hat, ist ja nicht, dass wir sozusagen zwischen den Ebenen dieses Ping-Pong spielen, sondern dass man sehr wohl für alle drei Ebenen verantwortlich ist. Oder, Frau Herlitschka? Ja, unbedingt, selbstverständlich. Ich meine, das Leben wäre zu einfach, wenn man so ein Thema auf einer Ebene mit einer Lösung parat hätte. Nein, natürlich. Und ich meine, jetzt um es auch etwas weiter zuzuspitzen, sehr viele Organisationen und auch Unternehmen, und meines zähle ich dazu, die arbeiten ja tagtäglich genau daran. Also jetzt gebe ich ein Beispiel. Das, was wir letztes Jahr an Chips als Mikroelektronik produziert haben, vor allem im Bereich der Energieeffizienz, an die 13 Milliarden Chips, führt dazu, dass man rund 9 Millionen Tonnen CO2 einspart. 9 Millionen Tonnen CO2 heißt die BKW-Emissionen eines Jahres in Österreich, und zwar 60% davon kann man damit einsparen. Das findet ja schon statt.
Natürlich bei solchen Diskussionen muss man es auch etwas zuspitzen und natürlich kann man sagen, es geht nicht schnell genug. Ich bin sehr für große Ambitionen, das treibt auch mich. Und ich bin gleichzeitig auch dafür, das runterzubrechen auf konkrete Dinge, die wir tun. Weil schlussendlich wirksam wird man dadurch, dass man tut. Und jetzt, wenn ich da auch ein Beispiel von uns gehe, wir haben uns vorgenommen, bis 2030 CO2-neutral zu sein. Und wir haben das nicht nur irgendwo festgeschrieben, sondern wir haben uns den Meilenstein gesetzt, bis 2025 auch schon 70% davon erreicht zu haben. Also die Dinge sind schon sehr konkret auch und nicht nur bei uns, sondern bei vielen. Aber wichtig ist es eben auch, dass man tut und dass auf ganz vielen Ebenen getan wird, weil das eben komplexe Fragestellungen sind. So gesehen, ich weiß es nicht, ich war bei generellen Diskussionen vor 20 Jahren nicht dabei. Die Diskussionen, die ich kenne, die haben sich über die Jahre schon verändert und sind konkreter geworden. Ich würde es den Herrn Zakoselski und den Herrn Palazzo nochmal, würde aber dann ganz gern auch den Herrn Matte fragen, wie er die Position, nämlich die zwei unterschiedlichen Positionen sieht, nämlich gerade auch aus der Verantwortung eines staatlichen Betriebs. Wer der drei Herren möchte beginnen? Herr Zakoselski hat aufgezeigt, ja. Ganz kurz ad hoc machen, wirklich nur eine kurze Replik auf das, was Herr Palazzo gesagt hat. Und im Gegensatz zu dem, was Frau Herrlitschke gesagt hat, war ich vor 17, 18 Jahren lustigerweise bei einer sehr ähnlichen Diskussion. Ich darf die Zeitschrift, glaube ich, auch nennen. Der Gewinn hat damals ein Panel gemacht. Neben mir saß Madeleine Petrovic. Und die große Fragestellung, die war damals wirklich in der Gesellschaft noch präsent, war, wie viel Performance büßt man ein, wenn man nachhaltig veranlagt? Und das ist mittlerweile weitgehend auch durch uns als VPV bewiesen, dass dem nicht so ist, weil wir nicht nur, was die Volumen betrifft, Marktführer sind, sondern auch regelmäßig in der Performance, nicht zuletzt wieder die letzten beiden Jahre, Marktführer. Und wir haben von Anfang an nachhaltig veranlagt. Insofern ist keine Gefahr dabei, dass wir leiden werden, weil wir natürlich auch vielen Investoren klar machen, warum wir in nachhaltige Industrien investieren, weil genau dort der Wertzuwachs zu erwarten ist und nicht in der Old Economy, um das jetzt nur pauschal kurz zu beantworten. Danke. Das Thema Performance, Sprichwort, muss sich Verantwortung rechnen oder rechnet sich Verantwortung, ist ja auch ein ganz, ganz spannendes. Da gehen wir danach noch drauf ein. Herr Palazzo, wollen Sie ganz kurz noch replizieren? Nein? Ich würde auch lieber den Herrn Matte hören. Ich habe ja schon. Gut, Herr Matte, jetzt sind Sie on the floor. Danke, Verantwortung ist natürlich ein wahnsinnig breiter Begriff. Aber ich nehme es als begriffsbar, Verantwortung hat auch sehr viel mit Konsequenz zu tun am Ende des Tages. Das heißt, wenn ich die Verantwortung für mich, für meine Firma, für die Gesellschaft nicht wahrnehme, dann wird sich dieser Dreiklang anders entwickeln als entsprechend umgekehrt. Und das durchaus im Sinne von ethischem Handeln und im Sinne von nachhaltigem Handeln. Ich glaube, das ist mir persönlich ganz zentral sehr, sehr wichtig, denn es klingt zwar immer so platt, dass wir nur eine geliehene Welt haben, aber in Wirklichkeit beschäftigt mich zunehmend, je weiser mein Bart wird, welche Welt hinterlassen wir eigentlich den nächsten Generationen? Oder verbrauchen wir den Planet A, weil wir alle glauben, es gibt einen Planeten B? Und ich denke, da haben wir als verantwortliche Firmenlenker, wenn man das so sagen möchte, schon eine breitere Aufgabe als nur die GmbH sozusagen hinzubiegen, sondern letztendlich dafür zu sorgen, dass wir nachhaltig agieren. Ich glaube übrigens auch, dass nachhaltiges Leben, nachhaltiges Wirtschaften in der Firma am Ende die Firmen erfolgreicher machen. Vielleicht nicht kurzfristig, das mag schon sein, aber auf lange Sicht jedenfalls. Und für uns im Speziellen gilt natürlich das Thema Klimaschutz, Klimawandel. Ist für uns was Idealtypisches an, ist vorhin erwähnt worden. Wir werden in der Fragestellung eher sozusagen auf der Plusseite stehen. Wir brauchen weniger, haben weniger Bodenverbrauch für dieselbe Kapazität.
Wir fahren mit null CO2-Ausstoß über weite Strecken sehr, sehr schnell. Trotzdem haben wir natürlich unsere Verantwortung weiter wahrzunehmen, indem wir bis 2030 klimaneutral sind, also Diesel raus aus all unseren Fahrzeugen bis 2040 im gesamten Konzern. Das durchaus eine sportliche Aufgabe, das entsprechend hinzukriegen. Nur wenn man nicht beginnt damit, dann wird es nicht passieren. Und die Konsequenz daraus ist letzten Endes, dass wir den nächsten Generationen eine Welt hinterlassen, die vielleicht nicht so toll ist wie die, in der wir jetzt gerade leben. Das sehe ich als Verantwortung und als Firmenlenker ist man letztlich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich und für die dahinterliegenden Familien. Dann geht es den Beschäftigten nicht gut, dann geht es der Familie auch nicht gut. Das heißt, ich glaube, da haben wir auch ein breites Bild, dass wir sozusagen uns absorgen um diese Familien. Das heißt, Sie würden den Slogan der Wirtschaftskammer umdrehen. Nicht geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, sondern geht es uns allen gut, geht es der Wirtschaft gut. Das ist ein heikles politisches Minenfeld, das ich da drauf tun. Aber am Ende des Tages ist es, von nichts kommt nichts. Also es braucht Leistung, dann auch entsprechend sozusagen verteilen kann. Aber mir geht es eher darum, behandle andere, so wie du selbst behandelt werden möchtest, behandle deine Umwelt, so wie du behandelt werden möchtest, dann führt das letztens auch ein Stück weit zu einer Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Interessensgruppen, denn wir brauchen Arbeitsplätze. Wir müssen übrigens als Firmen auch dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft sich befähigen, also dass sie da weiterkommen. Das ist auch ein Teil unserer Verantwortung, denn sonst ist die Konsequenz, dass sie irgendwann arbeitslos sind, weil sie die Fähigkeiten nicht mehr besitzen, die die immer schneller werdende Veränderung unseres Wirtschaftslebens erfordert. Mhm. Wie ist es da als staatlicher Betrieb wie der ÖBB? Reicht es da aus? Weil das, was Sie sagen, Nachhaltigkeit rechnet sich auch. Gleichzeitig reicht es aus, hier betriebswirtschaftlich zu denken? Das ist ein super spannendes Spannungsfeld. Insofern, weil du zwar als Eigentümer den Staat hast, gleichzeitig aber das Aktiengesetz für dich gilt und üblicherweise wirst du verurteilt nach dem Aktiengesetz. Das heißt, die Verantwortung hat dann die Konsequenz, dass der Handelsrichter dir tief in die Augen schaut und dir letztlich dann fehlende Absage letztlich zuordnet. Aber ich glaube, dass gerade staatliche Unternehmen ein Stück weit mehr hier gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen müssen, weil unsere Aufgabe nicht nur die Gewinnmaximierung sein kann, sondern auch ein Stück weit zurück reinvestieren in die Gesellschaft, in die Ausbildung, Stichwort Lehrlingsausbildung, wo wir sehr, sehr viel tun, aber auch sozusagen in ökologischen Themen, wir hier Vorreiter sind, aber wo wir auch wirtschaftlich versuchen, unserer exportorientierten Industrie entsprechender Wegbereiter zu sein, damit die entsprechend exportieren können. Also auch so ein Dreiklang, der sich für staatliche Unternehmen aufmacht, aber nicht unendlich. Denn am Ende gibt es auch Verantwortung. Das heißt eigentlich automatisch, in dem Moment, wo ich Verantwortung übernehme, komme ich irgendwann einmal weg von dem reinen betriebswirtschaftlichen Denken. Ich glaube, das geht dann sehr, sehr rasch, dass Verantwortung breiter zu sehen ist. Ne? Und das ist ja etwas, was gerade den ÖBB ja auch wieder mal vorgeworfen worden ist, nämlich zu wenig betriebswirtschaftlich zu denken. Und eigentlich ist es ja absurd, wenn man dann sagt, die Reise geht genau in die andere Richtung. Herr Stolz, also nachdem ich ja schon ein bisschen im Unternehmen bin, kann ich sagen, wenn du nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien handelst, dann wirst du dir Summe schwer tun. Das ist, glaube ich, eine wichtige Basis, von der man weg dann letztlich nachhaltig agiert. Und nachhaltig heißt ja nicht automatisch,
dass man das Kreuz beim frischen Fenster rauswirft. Mhm. Aber weil Sie auch die Politik angesprochen haben, ich würde gerne den Herrn Stolz da ins Boot nehmen. Sie kennen ja beide Welten, die der Politik, die der Unternehmen. Und die Frau Berlitschke hat schon gesagt, wir müssen uns auch fragen, inwieweit auch, was gehört jetzt noch wohin? Ja, also inwieweit übernehmen dann Verantwortung, Unternehmen Verantwortung etwas, was eigentlich der Politik gehört, wo dann in die Hoheit auch der Politik eingegriffen wird, die ja eine ganz andere Welt und damit auch andere Verpflichtungen hat. Wie sehen Sie das? Wo hört die Verantwortung dann auch auf? Ja, und gerade in Österreich, wenn wir uns das anschauen, wer trägt der Verantwortung? Wie schätzen Sie da auch die Politik ein? Das ist eine sehr große Frage. Ja, ich denke, dass beide Subsysteme unserer Gesellschaft unterschiedliche Funktionen haben. Also die Politik in der politischen Blase begreift sich ja oft als irgendwie der Nabel der Welt dann und glaubt, es ist das ein System, das irgendwie oben drüber steht. Das habe ich versucht, immer anders zu verstehen und zu leben, auch in der Politik, weil natürlich die Aufgabe des Teilsystems Politik ist, den Rahmen zu setzen, aber ich sehe das ganz wesentlich als eine Dienstleistung für unsere Gesellschaft und auch für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft wiederum hat die Aufgabe, im Wesentlichen Wertschöpfung und Dienstleistungen und Produkte für Lebensqualität zur Verfügung zu stellen und ist natürlich als solches auch für die Menschen da und nicht die Menschen für die Wirtschaft. Jetzt ist natürlich spannend die Phase, wo die, also nicht nur jetzt die politische Blase schaut ein bisschen ja, selbsterhöhend auf sich selbst, sondern wir haben das natürlich in den letzten Jahrzehnten auch in der Corporate Blase erlebt, dass die sehr verächtlich auf die Politik rübergeschaut haben. Also ein bisschen ist da jeder in seinem System gefangen und die gesagt haben, ja, die bringen nichts zusammen und die wären die nur so professionell wie wir, dann wäre ja alles gut. Und ich habe natürlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, eher Männer als Frauen gesehen, die rübergewechselt haben und die geglaubt haben, und ich jetzt dort erscheine, wird alles gut. Also ich habe im selben Jahr gestartet, die Parteigründung wie Stronach beispielsweise, der ja tatsächlich ein schon unternehmerisch eine mächtige Erscheinung ist. Und auch da ziehe ich meinen Hut natürlich, was er hier mit aufgebaut hat. Aber mit diesem Latein ist ein politisches System nicht weit gekommen. Das heißt, wir haben hier zwei Teilsysteme, die mit unterschiedlichen Systemlogiken ausgeprägt sind und in denen aber in beiden die Frage der Verantwortung sich stellt. Nämlich Verantwortung ist für mich die Frage des Handelns und Bewusstmachen der Konsequenzen meines Handelns und in Referenz gegenüber moralischen Grundwerten. Also will ich diese Konsequenzen, die sich durch meine Entscheidungen und Handlungen ergeben, angesichts meiner moralischen Leitwerte für gut heißen und somit auch die Entscheidung so fällen, die Maßnahmen so voranbringen. Ja, die Politik ist da in einer schwierigen Phase derzeit in den Demokratien, aber auch in den autoritären Systemen, weil wir halt sehen, dass im Moment das effektivste Politikmodell global eine Kombination aus ganz dumpfer, brachialer Identitätspolitik kombiniert mit hemmungsloser Lüge ist, kombiniert mit sehr viel Geld. Also Identitätspolitik, hemmungslose Lüge, sehr viel Geld. Wir sehen diese Kombination als unglaublich effektiv. Trump hat das quasi zur Meisterschaft erhoben, war auch ein Signal natürlich für viele andere. Wir sehen es in Brasilien, sehen dann auch die Konsequenzen, zum Beispiel die Beschleunigung der Abholzung der Regenwälder. Das heißt, das übersetzt sich sofort, auch diese Darbringung der Politik übersetzt sich sofort in wirtschaftliche Kategorien. Wir sehen es in Großbritannien,
wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in den Philippinen und wir sind auch in Österreich nicht frei. Wir haben nur eine wesentlich elegantere Form der Ausprägung. Mhm. Aber die Phänomenologie ist dieselbe und das ist ein großes Problem, weil ich eben glaube, dass das nichts mit Verantwortungsethik zu tun hat. Das ist da wird Professionalität zur Monstranz und zum Selbstzweck und der Rest ist reines Machtstreben. Und das hat mit Verantwortung dann nicht mehr viel zu tun. Mhm. So, Verantwortung, Abschluss im Sinne von die First Nation in den amerikanischen Gebieten oder viele der indianischen Stämme hat ja diese Idee der 7-Generationen-Regel. Also handle so, dass die Lebensgrundlagen der 7. Generation nach dir von deinem Handeln nicht negativ beeinflusst. Das finde ich sehr basal, sehr, also da kann ich als Bergbauernburg anschließen. Und wenn man diese also Leitschiene verfolgen würden, dann wissen wir haargenau, dass es einfach vieles daneben ist, was man halt. Mhm. Herr Thurnherr, ich glaube, das ist ein guter Übergang, nachdem, wenn ich den Herrn Stolz richtig interpretiere, auch die Ebenen, wo Sie sagen, Verantwortung heißt Handeln, bewusst machen von Konsequenzen auf Basis einer von Grundwerten. Also das spricht so ein bisschen, ich habe für mich einmal eine Formel für Verantwortung entwickelt, die heißt Haltung plus Reflexion plus Handlung. Also eigentlich sind es genau diese drei Punkte. Und wenn Sie an, wir sind ja jetzt gerade bei der Politik, wie kommen wir wieder mehr zu politischer Reflexion? Ich habe gelesen, Sie haben zum Beispiel in Ihrer Dankesrede zum Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch 2016 gesagt, die Zahl der Pressesprecher in den Kabinetten steigt, die Zahl der politischen Denker sinkt. Also wie kommen wir zu dieser politischen Reflexion, die ja gerade heute extrem wichtig ist? Ja, das ist in der Tat ein sehr großes Problem und es hängt, glaube ich, wirklich mit einer zweiten Krise zusammen, die jetzt mit der Umweltkatastrophe nur mittelbar zusammenhängt, nämlich das ist die Krise der Kommunikation und die hat natürlich mit Medien schon sehr viel zu tun und zwar insofern, als die Frage der Medien immer sehr schwierig zu entscheiden ist, immer Doppelwesen sind. Ne? Einerseits Geschäftsunternehmen, so ein bisschen wie die ÖBB, ne? mit einer öffentlichen Verantwortung, einer öffentlichen Funktion und gleichzeitig aber auch mit einer privatwirtschaftlichen Aufgabe Gewinn zu machen. Und diese öffentliche, und das liegt eigentlich im Entscheid der Medienunternehmer, wie sie diese Entscheidung treffen, abgesehen von Spezialfällen, so von ÖBB, vielleicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir sonst in England stärker haben. Dort ist es sozusagen gesetzlich definiert. Aber sonst ist die Frage der Medien die, wie nehme ich meine öffentliche Verantwortung als Medienunternehmer wahr und was ist mein Beitrag dazu, dass ich solche Fragen wie nachhaltige Wirtschaft oder wie sollen wir uns als Gesellschaft entscheiden, überhaupt entscheidbar und diskutierbar machen. Also sozusagen dieses Forum für breitere Auseinandersetzung, das können ja in Massengesellschaften eigentlich nur die Medien sein. Und wenn wir uns da anschauen, die Frau Herrlitschke hat ja vorher so mal das Schlagwort des GDP der Tech-Unternehmen reingeworfen und der Matthias Stolz hat ja von der Lüge gesprochen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was der Einfluss dieser neuen medialen Situation, nämlich der Dominanz der Social Media ist in Bezug auf unsere Fähigkeiten, überhaupt vernünftige Entscheidungen zu treffen, auch nur vernünftige Elitenentscheidungen zu treffen, da muss man sagen, da schaut es eigentlich ziemlich düster aus. Denn die Logik dieser Social Media ist ja eine zweifache. Erstens entziehen wir uns vollkommen dem staatlichen Regime und einer öffentlichen Regulierung, bauen unsere eigenen Welten auf. Und zwar noch, indem wir unsere Macht gebrauchen, um möglichst große Steuervorteile für uns und Steuerprivilegien für uns herauszuholen. Und zweitens, indem aber Mechanismen begünstigen,
die darauf hinzielen, diese alte Welt der Medien, also diese aufklärerische Welt zu beseitigen und durch eine neue zu ersetzen, in der eigentlich nur mehr Algorithmen getrieben, mehr oder weniger emotionalisiert diskutiert wird, wo dann plötzlich irrational ist, die Oberhand gewinnt und wo nur mehr Verschwörungstheorien und dergleichen dominieren. Also da sehe ich das Hauptproblem für Medien und die klassischen Medien, die sozusagen befugt wären, dagegen was zu unternehmen, die haben aber das Problem, dass sie für sich selber die Entscheidung meistens treffen, dass sie nichts zur Aufklärung und nichts gegen diese Situation unternehmen, sondern dass sie eher sich so entscheiden, dass es für ihr eigenes Geldbörsel am sinnvollsten ist, sodass überhaupt kein Problem dieses oder ein sehr geringes Bewusstsein dieses öffentlichen Problems vorhanden ist, das meiner Meinung nach mindestens so bedrohlich ist wie die Klimakrise für uns, weil es die Grundlagen der Demokratie und unserer demokratischen Entscheidungsfähigkeit bedroht. Das heißt, die korrekte Rolle. Was kann man dagegen tun? Ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Na, Sie sind, also letztlich heißt das, die Korrektivrolle der Medien ist damit dahin. Naja, sie ist nicht dahin, aber sie ist zumindest sehr prekär geworden und sie existiert nur mehr in sehr insularer Form. Und es ist ganz wesentlich dafür, ein Bewusstsein zu schaffen, aber wer wird das Bewusstsein schaffen? Ja, wenn sozusagen das Gegenbewusstsein, es gibt ja ein allgemeines Unruhebewusstsein, ein sehr verbreitetes Problembewusstsein, dass irgendwas nicht stimmt. Nur was genau ist unklar. Ne? Und in dieser Situation der neuen Kommunikationsverhältnisse kippt es gerne ins Irrationale. Und man kann man ja auch in der Corona-Krise beobachten. Die gesellschaftliche Kommunikation funktioniert nicht. Wir sind nicht imstande, so etwas wie Literacy herzustellen oder den Leuten überhaupt zu vermitteln, worum es geht, wie man sich vernünftig verhalten soll oder allen Leuten es zu vermitteln. Wir können es nur einer gewissen Zahl vermitteln. Und dann entsteht diese Unruhe aufgrund versagenden gesellschaftlichen Kommunikation und man neigt zu Verschwörungstheorien, zu Irrationalen und das kann dann sehr schnell kippen, wie man sieht. Das kann dann sehr schnell auch gewalttätig werden. Und das wirkliche Problem ist, Politik hätte natürlich schon die Möglichkeit, dagegen zu steuern, aber Politik nutzt natürlich diese irrationale Mediensituation sehr gerne als Herrschaftsinstrument. Und die macht lieber Message Control, die macht lieber massenhafte Verführung, die macht lieber wie im Trump-Fall-Regime regieren mit Lügen, mit Destabilisierung, mit Kooperation mit diesen Mechanismen, als dass sie dagegen steuert und die Institutionen stärkt, die sozusagen dem Einhalt gebieten würden. Und da hat sie natürlich wiederum das Problem, dass auch die Medienunternehmer im Kleinen haben, wenn das tut, tut sie was gegen ihre eigenen Interessen ist, nämlich gegen die Machterhaltungsinteressen. So wie ich als Medienunternehmer mitunter Entscheidungen treffen musste, die gegen mein Geldbörse, aber sozusagen für mein richtiges Bewusstsein, ich als mein richtiges Bewusstsein betrachtet habe, waren. Das aber ist die Schwierigkeit dabei. Ja. Herr Palazzo, wenn Sie das hören, ja, also das ist ja das berühmte Ping-Pong der vier Mächte im Staat oder dreieinhalb, wenn ich jetzt die Medien als halbe nehme, jetzt von der Praxis aus gesehen, ja, im Idealfall haben wir alle vier. Wir haben hier schon ganz massive Machtverschiebungen. Wie sehen Sie das? Und damit, wo Macht ist, ist natürlich Verantwortung. Und wenn wir auf diese Debatte über Nationalismus und Lügen, die der Strolz erwähnte, eingehen oder die Demokratieprobleme, die Medienlandschaft, die nicht mehr funktioniert, was Herr Thoner sagt, wenn man sich das historisch anschaut, ist das ja nicht das erste Mal, dass wir in so einer Situation sind. Es ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, für das, was der Philosoph Antonio Gramsci ein Interregnum genannt hat, ein Zwischenreich. Und das ist die Zeit, in der ein Glaubenssystem zusammenbricht, aber noch kein neues da ist, das man stattdessen nehmen könnte. Was bricht gerade zusammen? Unser neoliberales Narrativ. Um mal einfach so ein paar Punkte daraus aufzugreifen, was wir in den letzten 50, 60 Jahren geglaubt, unterrichtet, gelebt haben. Freie Märkte regulieren sich selbst und sorgen für Gerechtigkeit. Regierungen sind ein Problem. Konsum macht glücklich. Wachstum ist immer möglich, immer nötig.
All diese Dinge, der Mensch ist ein Homo economicus, also gierig, kooperativ, deswegen unterrichten an den Unternehmens-, an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten auch Wettbewerb, aber nicht Kooperation. Das heißt, wir verstärken das ganze System auch noch. Und all das bricht jetzt zusammen. Wir haben Gerechtigkeitsprobleme, wir haben die ökologische Krise. Wir sehen, dass dieser freie Markt, so wie wir ihn uns in unserer Märchenwelt gedacht haben, gar nicht funktioniert. Wir haben aber nichts, was wir stattdessen nehmen könnten. Der Kommunismus, als er zusammenbrach, hatte einen riesen Vorteil. Die Menschen im Kommunismus hatten einen riesen Vorteil. Sie konnten einfach unser System nehmen. Das heißt, da war sofort ein alternatives Narrativ da. Was wir heute haben, ist so eine fragmentierte Landschaft an Experimenten, an den Werten, an neuen Akteuren, an Visionen, aber das bildet noch keine kohärente Vision, kein kohärentes Glaubenssystem, dass wir statt des freien Marktes, wie wir ihn bisher gelebt haben, leben könnten. Und da müssen wir arbeiten. Und diese Irrationalitäten, die sind ein Zeichen der Unsicherheit der Menschen, die nach irgendwelchen leichten Antworten greifen, weil sie Angst haben vor dieser Unsicherheit. Und damit spielt die Politik, damit spielen die Mächte, damit spielen alle die, die nicht wollen, dass sich was verändert, weil sie von dem System, wie es bisher existiert, profitieren. Hm. Wo sehen Sie da die Unternehmen, wenn wir auf die zurückkommen? Weil profitieren tun viele, ja, vor allem jetzt die politische Ebene, von dieser Unsicherheit, von diesem dazwischen, in dem wir uns befinden. Und das spricht ja auch dem der letzten Runden, wo eben dieses Thema Transformation überall im Mittelpunkt gestanden ist. Und man spürt, es bricht was auf. Aber was es genau wird, weiß keiner. Das kann man vermutlich erst im Nachhinein beurteilen. Aber wie sehen Sie hier, um zurückzukommen auch auf das Eingangsstatement von der Frau Herrlitschka, die Unternehmen und das, was die Unternehmen hier tun? Tun sie zu viel? Tun sie zu wenig? Sie versuchen, aus dem System mehr rauszugehen. Manchen gelingt es besser, manchen schlechter. Ich glaube, wir brauchen einfach Unternehmen, mehr Persönlichkeiten, CEOs, die vorpreschen, die mutig sind, die sagen, ich mache jetzt einen Plan, dass wir in 10 Jahren kein Plastik mehr haben. Und ich weiß nicht, wie ich das heute hinkriegen sollte, weil ich habe die Kompetenzen noch nicht im Haus und die muss ich schaffen. Und ich muss Budgets in Hand nehmen und muss das die Teams schaffen. Das brauchen wir. Aber davon gibt es viel zu wenig. Es fängt jetzt an. Ich habe Microsoft erwähnt, ich könnte auch Starbucks nennen, die gesagt haben, wir wollen Wasser positiv werden. Das heißt, sie wollen mehr Frischwasser produzieren, als sie der Natur entnehmen. Solche Projekte brauchen wir ganz viele, damit sich was tut. Und das, da muss aber der Mut da sein, vorzupreschen und eine Vision zu formulieren. Und das trauen sich die meisten aber leider nicht. Paradoxerweise, sie könnten es ja. Ich meine, CEOs könnten ja sowas vertreten und könnten auch gegenüber ihren Shareholdern auch mal mutig sein und sagen, das ist aber, ich glaube daran. Ich meine, die ÖBB hat es ja vorgemacht mit den Nachtzügen. Alle haben drüber gelacht und alle haben gesagt, das ist doch ein Verlustgeschäft, brauchen wir nicht mehr. Aber langfristig gesehen war es genau das Richtige. Und das hätte ja jeder sehen können, weil ich meine, diese ökologische Krise war ja in dieser Weise vorhersehbar, auch schon vor ein paar Jahren, dass wir in die Richtung marschieren müssen. Also mehr Mut braucht es in den Unternehmen, vielleicht auch in der Politik. Und Visionen. Herr Turner, möchte dazu was sagen? Und dann würde ich gerne, nachdem die ÖBB angesprochen wurden, auch die ÖBB noch mit, oder Entschuldigung, ja, Matthias, ja, Sie sind für mich die ÖBB. Ich denke, es geht wirklich darum gehen, dass man versucht, jetzt nicht das möglichst Schlagwort neue Aufklärung zu applizieren, weil das trifft es nicht, aber ich denke, es geht darum, Öffentlichkeiten herzustellen und zu retten. Ja, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendein CEO irgendwo einen Moonshot riskiert, das ist auch schön, aber es muss sozusagen gesellschaftlich verankert und auch verständlich sein. Und das fällt schwer, wenn es nicht Öffentlichkeiten gibt, die fungieren. Das heißt, CEO hat meiner Meinung nach schon die Verantwortung zu schauen, Medien unterstütze ich mit meinen Inseraten. Es gab in Österreich zum Beispiel eine lustige Tendenz, als nach dem Terrorismusanschlag eine Zeitung Live-Übertragungen quasi gespielt hat, obwohl die Polizei ersucht hat, das einzustellen. Da haben viele große Unternehmen dieses Medium boykottiert.
Man könnte es jetzt auch positiv sehen und sagen, wo sind zum Beispiel die Qualitätsmedien oder wo sind die jungen Start-up-Medien, die neue diskursive Öffentlichkeiten schaffen, die für diese Fragen, die wir diskutieren wollen, wichtig sind. Es ging ja auch darum, sozusagen diesen legendären Shareholder-Value umzudefinieren, sodass die Shareholder auch verstehen, dass der reine monetäre Profit das ist, worum es geht, sondern dass es um andere Dinge auch geht. Denn wenn ich das nicht transparent machen kann, wird es nicht funktionieren. Aber sozusagen diese Öffentlichkeiten zu ermöglichen und mal zu erkennen, dass die dominanten kommunikativen Player in der Welt überhaupt nicht daran interessiert sind, solche Öffentlichkeiten zu schaffen, sondern im Gegenteil diese Öffentlichkeiten zerstören, obwohl die technischen Möglichkeiten dafür genau in ihrer Hand sind, also Bürgerbeteiligungen, Bürgerräte, dass demokratiepolitisch sehr interessant sind, als Alternative für Politikverdrossenheit. Die sind ja gerade mit technischen Mitteln hochinteressant und solche Dinge zu fördern und zu begünstigen, das wäre, glaube ich, schon eine interessante Aufgabe für CEOs. Herr Mathe, und dann würde ich gerne die Frau Herrlitschka dran nehmen. Denn Herr Strolz ist auch noch. Ich könnte jetzt das Lied singen, wir haben das natürlich mutig geplant, Nachtzüge und sind auch sehr erfolgreich. Ich könnte aber auch die Wahrheit sagen, dass wir damals die Opportunität hatten, hier das Netz der Deutschen Bahn zu übernehmen. Und wir haben gesagt, naja, machen wir es halt. Es wird schon irgendwie gut gehen, es passt mit uns zusammen. Und ich bin auch sehr, sehr belächelt worden dafür bei meinen Kollegen. Also, naja, das ist doch ein bisschen nachzufahren halt. Und dann ist was Interessantes passiert, das wir, glaube ich, zu wenig noch wahrnehmen. Das ist in Wirklichkeit Fridays for Future. Und die Jugend, die ganz anders aus meiner Sicht denkt, dass wir da, wie wir hier auf den Bildschirmen vertreten sind, die sagen, ich brauche kein Auto, ich möchte Mobilität haben, ich möchte den Planeten sozusagen wieder zurückhaben, die auch anders kommunizieren über soziale Medien. Also meine Tochter liest keine Zeitung, bezieht ihre Informationen aus vielen elektronischen Medien heraus. Also ganz anders und jetzt ist der Mut, dass man sagt, okay, aber wir glauben daran, dass das nicht eine Eintagsfliege ist, sondern sich nachhaltig etablieren wird, in Wirklichkeit eine Renaissance und Erneuerung auch unserer gesellschaftlichen Denkweise, die auch so nachhaltige Themen viel stärker einbaut. Und deswegen haben wir jetzt so ordentlich Geld in die Hand genommen, um für ganz Europa entsprechend Nachtzugverbindungen anzubieten. Aber die wirkliche Initialzündung, die uns dann nach vorne gebracht hat, war letztendlich Greta Thunberg und Fridays for Future. Und die haben gute Ansätze, das muss man klar sagen. Vielleicht zeitlich überambitioniert, aber da gibt es eine breite Masse von Menschen, die sich überlegen, wie kann diese Welt anders und besser werden. Das ist die Generation, die es betrifft. Ich habe jetzt die Frau Herrlitschka. Entschuldigung, Herr Strolz, darf ich Sie zuerst dran nehmen? Bitte. Ich zuerst? Frau Herrlitschka. Nein, Frau Herrlitschka. Ja, passt gut, gerne. Ich empfinde Diskussionen, weil das zuerst gekommen ist, ich empfinde Diskussionen dann als besonders spannend, wenn einerseits ein interessanter Austausch da ist, aber wenn dann am Schluss auch etwas rauskommt, wo man sagen kann, ja, konkret, das machen wir jetzt. Und deswegen stelle ich hier zur Diskussion auf europäischer Ebene, der neue Finanzrahmen ist gerade lanciert worden, die neuen europäischen Programme starten, da haben wir jetzt auch erstmals sogenannte Missionen dabei. Bei den Missionen gibt es das Ziel 100 CO2-freie Städte. Also, wenn alle ihre Köpfe zusammenstecken, wir haben von der technologischen Seite der Mikroelektronik viel Know-how, um Energieeffizienz zum Beispiel zu erschließen. Alle diejenigen, die sagen, wir müssen anders kommunizieren, alle diejenigen, die sagen, das haben wir alles schon gehabt und wo sind jetzt die Lösungen? Auch da, Infrastruktur, so ein wichtiges Thema, neue Politikansätze.
Also ich stelle zur Diskussion, dass wir jetzt mal wirklich was anderes machen, dass wir aus dieser Diskussion herausgehen mit dem konkreten Versuch, etwas konkret beizutragen zu einem europäischen Rahmen, nämlich in dem Fall die 100 CO2-freien Städte. Nehmen wir uns etwas vor, eine Stadt hier, wo wir konkret was auf die Füße stellen. Wir sind dabei. Okay, das ist eine Ansage. Herr Strolz. Also, ich bin ja auch mit in einer Unternehmensgründung seit Jänner, einer weiteren, der Pixelbeat, wo wir ein Tech-Driven Innovation Builder sind. Und war mal gestern in einer Diskussion mit Verantwortlichen in St. Pölten, sehr spannend, weil ja auch die ÖBB HMAT dort sehr große Projekte unterwegs hat und hier einen Logistik-Hub und einen auch wenn ich verstanden habe, auch in der Ausbildung hier die Kräfte bündelt. Und wir haben darüber gesprochen, eine Art Startup-Hub auch im Bereich künstliche Intelligenz, Smart City / Ökologie in Erwägung zu ziehen, weil wir ja auch das Neue gewissermaßen erproben müssen. Also wir brauchen eine Art Prototyping, würde die Startup-Kultur sagen. Ja? Und hier bietet sich zum Beispiel, und wir werden ja eh und sind auch schon in Gesprächen mit Ihren Leuten bei der ÖBB, hier in die Vertiefung gehen, weil sich zum Beispiel auch ein Cluster für Charging-Kompetenz anbietet dort in St. Pölten. Also das wäre so ein spannender Ansatz und ich glaube, wir sollten hier diesen Punkt vertiefen, weil es nur mein Ad-Hoc-Beitrag zu Sabine, deinem Ball, den du hier hereingespielt hast. Ich wollte noch einen anderen Aspekt hinzuholen und bitte dann einfach Frau Faber-Wiener, die Diskussion zu frisieren in die eine oder andere Richtung, weil es natürlich eine Weiche ist. Ich komme vor wenigen Wochen jetzt aus Afrika und immer, wenn ich aus Asien oder Afrika komme... Sie waren aber nicht Golf spielen, oder? Nein, ich war nicht Golf spielen, nein. Dann natürlich, da merke ich immer ein paar Wochen, Monate reißt immer bei unseren eigenen Diskussionen, weil ich habe dann ein anderes Mindset im Kopf. Ne? Ich glaube, das, was der Herr Palazzo gesagt hat, ja, wir sind in einem Intermezzo, in einem Interregnum, das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht da, das ist in der westlichen Welt zu spüren, das ist global zu spüren. Das ist mit einer ganz spezifischen Note noch einmal in Österreich in einer zusätzlichen Dimension zu spüren, weil in Österreich stirbt ja auch die Zweite Republik. Und wir spüren diesen Verfallsprozess oft gar nicht so, weil wir tagtäglich drinstecken. Und ja, das Neue ist noch nicht tragfähig da, das sehe ich auch. Und ich glaube, obwohl ich schon durchaus einen Hang zu rabiaten Schnitten hätte, glaube ich hier an den zuversichtlichen Pragmatismus. Nämlich ich glaube, dass Europa hier den Weg der sozialen Marktwirtschaft weiter ausbauen sollte, eben zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, ökosozialen oder sozial-ökologischen. Da sind schon einige Dinge geschehen. Also ich glaube ja, das Pariser Klimaschutzabkommen 2015, weltweit darf man nicht kleinreden, auch dass die Amerikaner zurückkommen. Und wenn ich jetzt Biersitz in Tansania mit einer Consultantin aus Dubai, die Inderin ist, die lächelt natürlich und sagt, Europa, der letzte sozialistische Kontinent. Ich glaube nicht, dass Europa irgendwie die liberale Doktrin vollends gelebt hat im Exzess. Ja, es gab Branchen, wo wir die Exzesse gesehen haben, aber Österreich war ja bis in die 80er Jahre gar keine freie Marktwirtschaft in ganz vielen Sektoren. Und natürlich kann man dann Liberalisierung manchem nach Sinn gemacht. Also ich finde ja auch, dass die Westbahn der ÖBB gut getan hat. Und ich bin ein großer ÖBB-Fan. Aber solche Dinge waren nicht sinnlos, sondern machen schon Sinn. Aber wir sollten das weiterentwickeln, sehr selbstbewusst. So selbstbewusst, wie ich eben feststelle, dass alle, die mich in Hongkong oder Shanghai oder Tansania auslachen als letzter Sozialist, nach dem dritten, vierten Bier haben die alle Sehnsucht nach Europa. Weil sie, das ist in einer tiefen Schicht eingelagert, global offensichtlich, weil sie sehen, dass wir es schaffen, irgendetwas auszuprobieren.
Und mir ist es deswegen ein großes Anliegen, dass wir hier auch Tempo machen in der Weiterentwicklung unseres Systems, weil wir in eine gewaltige Modellkonkurrenz stehen werden mit China. Also wenn ich sehe, wie China einfach seine Strategien ausrollt über die Seidenstraße und sämtliche Staaten entlang der Seidenstraße und in Afrika, die schauen anders auf das Thema Verantwortungsethik. Nämlich, ich glaube, dass da Europa was zu bieten hat, aber natürlich lässt sich das nicht immer eins in Zahlen abbilden. Und deswegen müssen wir uns selbst definieren. Wenn sich Europa nicht definiert, sind wir nicht beziehungsfähig. Dann pubertieren wir die nächsten 20 Jahre. Aber dann wird uns der Neoliberalismus im Nachgang als gemütliches Unterhaltungsprogramm erscheinen. Ja? Weil dann wird einfach uns ein autoritärer Ratzfatz Marktliberalismus aufoktroyiert, wo auch Demokratie dann keinen Platz mehr hat. Weil diese Wucht des chinesischen Ansatzes ist einfach, wann immer ich in diesen Ländern bin, das ist unglaublich. Ja, das ist, wenn ich auf der Straße in Tansania fahre, die haben Chinesen gebaut, die haben nicht wir gebaut. Mhm. Und natürlich wird China jetzt mit ganz... Und ich bin auch für Kooperation, Herr Palazzo. Ich glaube, dass Kooperation und Kompetition beides Conditio Humana ist. Weil wir vergängliche Wesen sind, sind wir auch in den Wettbewerb geboren. Allein schon, weil wir für alles Zeit haben. Aber wir sind auch in Kooperation geboren. Und wir müssen es auf allen Ebenen suchen und finden. Und damit wir auch kooperationsfähig sind, müssen wir beziehungsfähig sein. Und beziehungsfähig kann nur jemand sein, der sich selbst begriffen hat. Und hier sind zum Beispiel die Chinesen im Vorteil, die haben sich selbst begriffen. Europa hat sich in diesen Jahren nicht begriffen. Und ich bin dafür, dass wir uns rasch begreifen, um dann im besten aller Sinne beziehungsfähig zu sein, kooperationsfähig und nicht zurück in alten europäischen Imperialismus. Aber wir müssen also schon auch um unsere Frisur kümmern, sonst setzt uns ein anderer eine Frisur auf, die uns nicht gefallen wird. Das ist jetzt nicht so optimistisch, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben viel, auf das wir bauen können. Also ich finde eben schon, an der Umstand, dass aber eben ja, nach dem dritten Bier überall die Sehnsucht nach Europa kommt, dann müssen wir auch uns fragen, hey, da gibt es eben eine globale Sehnsucht. Was ist es im Kern? Was ist es im Kern? Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei den Werten. Mit wem darf ich jetzt beginnen? Der Herr Turner hat sich gemeldet, der Herr Mathé. Es gibt zwei Fragen aus dem Publikum und ich muss auch gleichzeitig auf die Zeit schauen. Herr Zakostelski-Detto, ich fange mit Herrn Turner an. Wollen Sie darauf kurz replizieren? Ja. Aber dass man nicht zu weit wegkommt. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also einerseits ist das Chinesisch. Ja, nein, also ich gerade anschließend an die chinesische Gefahr, die ist natürlich da, die autoritäre, aber eine ähnlich große ist auch meiner Meinung nach die Paar aus der Welt der Tech-Konzerne, weil die haben mit dem genauso wenig am Hut, für die auch nur ein Geschäftshindernis, dass sie lieber früher als später beseitigen würden. Das kennen wir aus verschiedenen Äußerungen. Und ich würde auch die Ansicht teilen, dass Europa ein Sehnsuchtsmodell ist, global betrachtet, sowohl von Indien, aber als auch von USA aus. Und was wir tun müssen, glaube ich, wir müssen unser Nachkriegsmodell neu erfinden. Wir müssen sozusagen unser sozialpartnerschaftliches, unser sozialstaatliches Nachkriegsmodell, das richtigerweise gesagt nie neoliberal war, wirklich, aber dann doch in den letzten Jahrzehnten neoliberal verwahrlost ist, so in Teilen. Das müssen wir neu erfinden, nämlich die ökologisch notwendige Erneuerung verknüpfen mit dem Versprechen eines sozialen Ausgleichs und nicht eines überbordenden Kapitalismus. Das heißt nicht Ausschaltung der Tüchtigkeit und der Konkurrenz, sondern das heißt einfach eine
eine Art postsozialdemokratische Ideologie. Die Sozialdemokratie schafft nicht, ja. aber der Punkt, den sie hat, ist richtig. Oder die christlich-soziale Politik, die hat auch einen Punkt und die schafft es auch nicht, weil die sind beide, haben sich beide selber verloren. Und ihr Zusammensein müsste man versuchen, neu zu erfinden. Das wäre dann die europäische Idee. Und dann dazu aber gleichzeitig auch noch verknüpfen mit einer Kontrolle über Kommunikationsverhältnisse, die nicht aus Kalifornien kommt, sondern eher aus Brüssel oder aus den Hauptstädten, sagen wir es mal so. Also zurück zu den Grundwerten. Herr Mathé hat sich gemeldet. Ich wollte dann die Wortmeldung von Herrn Stolz noch anschließen. Also ich bin auch jedes Mal fasziniert, dass aus China zurückkommen. Das ist wirklich unglaublich. Und gleichzeitig sage ich, aber leben möchte ich dort nicht als Chinese. Ja, dann haben wir mal überlegt, warum eigentlich. Ja? Dann sage ich, das ist, glaube ich, unser europäischer Wert, nämlich Humanismus und Aufklärung. Und das Individuum in Europa ist an sich schon ein Wert, wird auch wertgeschätzt. Die Frage ist eher, ob wir uns nicht auf einen Neo-Humanismus und eine Neo-Aufklärung einstellen können. Warum wollen alle nach Europa? Wir haben ein Stück weit Ausgleich und Wahrnehmung. Ne? Das könnte ein Modell sein, das auch zum Erfolg führt und wenig Schmerzen verursacht, dass wenn ich so knallhart in China bin, weil dort ist egal, wenn ich am Straßenrand liege, dann liege ich halt dort, werde nicht einmal mitgenommen auf einen bestimmten Euro. Außer ich habe kein Geld. Herr Palazzo, Sie sind jetzt ein paar Mal angesprochen worden und ich möchte vielleicht auch noch eine Frage aus dem Publikum einwerfen. Sehr geehrter Herr Palazzo, wenn Sie sagen, wir brauchen CEOs, die vorpreschen mit Visionen und Ideen, wie passt das denn zusammen mit der besonders in großen Konzernen üblichen Rotation der CEOs alle paar Jahre und dem Druck auf CEOs, in diesen paar Jahren möglichst erfolgreich zu performen? Wie viel davon ist da echt an solchen Visionen im Sinn von ernst gemeint und wie viel ist reine Positionierung / Färberei? Gibt es dazu Ihrer langjährigen Erfahrung positive Beispiele? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich denke, dass es ein bisschen schwierig ist zu sagen, dass der CEO hat ja nur so ein paar Jahre Zeit und ist dem Risiko ausgesetzt, rausgeworfen zu werden, wenn er seine Zahlen nicht erreicht. Einer meiner Forschungsgebiete ist organisierte Kriminalität. Und ich mache ganz viele Interviews in dem Zusammenhang mit Mafia-Richtern, Mafia-Polizisten in Italien. Und wenn ich dann sehe, dass die ihr Leben damit verbringen, dass sie 6 bis 10 Leibwächter um sich herum haben, dann finde ich die Aussage, dass ein CEO was riskiert, wenn er ein visionäres Projekt definiert, lächerlich. Die riskieren nichts, die fallen weich. Genauso wie ich nichts riskiere, wenn ich hier ja, kritische Dinge sage, weil ich habe eine Professur und mich kann keiner auswerfen. Ist auch nicht besonders mutig. Trotzdem macht es keiner. Wir müssen, glaube ich, einfach wieder als Individuen mehr Mut entwickeln. Und das ist was ich besonders dort vermisse, wo die Macht, was zu verändern, da ist. Was ich immer sehr traurig finde, ist, wenn ich mit CEOs spreche, die ja pensioniert sind, was die alles vermissen, was sie getan hätten und was sie jetzt verstehen, was sie hätten tun sollen, aber nie getan haben. Das Alltagsgeschäft, das ist manchmal, ja, das nimmt einem den Blick für das Visionäre, weil man zu sehr in Routinen steckt. Und da muss man sich aber rauszwingen, indem man sich mal mit Leuten zusammensetzt, die ganz anders denken, die auch kritisch sind, die einen fordern, damit man vielleicht mal sieht, was man eigentlich tun könnte und nicht tut. Aber ich stimme natürlich Herrn Thurn herzu. Das geht natürlich nicht so, dass ein CEO in einem sozialen Vakuum eine Vision entwickelt. Das muss natürlich in das, was Herr Mathei eine neue Aufklärung gemacht hat, eingebaut sein. Es muss in dem Zeitgeist Menschen mitreißen, begeistern. Es muss die ökologische Krise lösen, zumindest zu versprechen, in der wir uns befinden. Es kann nicht
einfach ein Ego-Projekt sein, mit dem man seinen eigenen Narzissmus pflegt. Das ist nicht das, was ich meine. Es muss demokratisch eingebettet sein, es muss die großen Fragen lösen, helfen, die wir haben, und es muss mutiger sein als das, was 99,9% der CEOs tun in der gegenwärtigen Zeit. CEOs, wir haben hier zwei CEOs in der Runde. Frau Herrlitschka, Sie haben im Vorgespräch ja auch dieses Thema Governance angesprochen und Sie haben einen sehr schönen Satz gesagt, wir haben die Governance an die Unternehmen übergeben. Das passt hier, glaube ich, ganz gut dazu, weil auf der einen Seite geht es um sehr stark die Verantwortung auf CEO-Ebene, auf Unternehmensebene, gleichzeitig aber schon auch, wo sind die Grenzen, um das nochmal einzufangen. Ich möchte auf den Punkt vorher noch was Gedanken einfließen lassen, nämlich zum Punkt China und geopolitische Lage. Ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, hier einfache Antworten zu suchen. Also was meine ich? Wir sehen eine massive Verschiebung der geopolitischen Gleichgewichte. Und heutzutage, insbesondere wenn man auf China schaut, aber USA trifft es ganz genauso, haben wir eigentlich einen Wettbewerb der Wertesysteme in wirtschaftlicher, in politischer und in kultureller Hinsicht. Also das China Social Credit System, um das zu nehmen, das ist ein Wertekanon. Und der wird aber mit Technologie implementiert, mit künstlicher Intelligenz in dem Fall und mit Gesichtserkennung und vielem anderen. Das heißt, heute ist Technologie nicht mehr wertfrei. Und auf der anderen Seite zu sagen, naja, wir brauchen gar keine Technologie, das greift zu kurz, weil Technologie ist heute die wesentliche, aus meiner Sicht, die wesentliche Währung geworden, mit der auch Wertesysteme implementiert werden. Also eben das Beispiel China Social Credit System. Und deswegen meine ich, dass wir in Europa, und deswegen ist das auch politisch jetzt seit ein paar Jahren zu Recht ein großes Thema, nachdenken müssen, was können wir gemeinsam als Europa auf die Füße stellen. Und wir brauchen in den wesentlichen systemrelevanten Bereichen, brauchen wir technologische Souveränität. Da können wir uns als Europa nicht zurücklehnen und können sagen, ja, mei, bei uns ist Demokratie, weil heute oder bald schon wird Demokratie ganz wesentlich von Technologie gelenkt und nicht, weil eine einzelne Firma da ist, die irgendetwas Böses tut, sondern weil viele Leute das nutzen, weil es einfach sehr angenehm ist, weil wir uns an ein Leben damit gewöhnt haben. Und weil es auch in vielen Governance-Strukturen umgesetzt wird, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, ich teile 100% die Einschätzung, Europa ist ein nicht nur Zukunftsplatz, sondern ein Sehnsuchtsplatz. Ich bin selber glühende Europäerin und ich möchte, dass die Welt mehr Europa hat, weil wir für andere Werte stehen als zum Beispiel China. Aber damit wir uns damit durchsetzen können, müssen wir bei den wesentlichen technologischen Kompetenzen top sein. Da können wir nicht sagen, das macht wer andere und wir kaufen dann was. Das hat sich überlebt. Da ändert sich die Welt. Und auf das müssen wir schauen. Und deswegen, das ist der zweite Punkt, also wenn ich sage, Technologie ist ein Teil der Währung oder technologische Kompetenz ist ein Teil der Währung geworden, der zweite Punkt dabei ist dann Bildung. Weil nur mit der Bildung schaffen wir das. Und da geht es wirklich ums Eingemachte. Und China, ja, also wir in Europa haben super Strategiepapiere. Ich sage oft etwas süffisant. Die Chinesen machen es vielleicht, jedenfalls können sie es machen, schreiben das ab, aber dort, wo die besser sehen, ist implementieren. Wir haben halt eine komplexe Struktur, wo das Implementieren schwer ist. Aber dort müssen wir hinkommen. Wir müssen
besser werden bei Geschwindigkeit des Implementierens. Und deswegen glaube ich auch, dass die Krise jetzt, die Pandemie, eigentlich die fantastische Chance ist. Bei allem, wo weh tut, bei allem, wo schrecklich ist für viele Leute. Aber gleichzeitig ist es jetzt die Chance, dass wir die Kraft aufwenden können, Dinge grundsätzlich zu hinterfragen. Weil wann tun wir es? Nicht, wenn es irgendwie gemütlich ist. Sondern eigentlich jetzt. Deswegen gibt es auch das Zitat, never waste a good crisis. Und das ist leider echt richtig. Mhm. Das war zur Zeit vom FDR, wie es rundgegangen ist. Das ist zu vielen Zeiten. Ja. Und da die Kraft aufzubringen, dass wir uns alle auf den Backel hauen und jetzt was tun. Aber sehen Sie das in Österreich? Dass genau dieser Diskurs, geführt wird? Naja, das ist das, was mich etwas enerviert ist, dass wir zum Beispiel jetzt über Tage Diskussionen führen, die völlig irrelevant sind, die vielleicht irgendwie ganz lustig sind, aber das ist doch nicht wichtig. Also, ja, ich weiß schon, das ist jetzt verkürzt, aber im Sinn dessen, was muss denn jetzt passieren, damit wir gut aus der Krise kommen? Und da gibt es auch nicht einen Akteur allein. Und schon gar nicht halte ich viel davon, eine Art Politik-Bashing zu machen. Weil das bringt uns nichts. Die Krise ist schwer genug für alle Beteiligten. Da hilft es nur, in dem Fall, ja, Kooperation. Und deswegen bin ich immer so sehr dafür, sich konkrete Themen zu nehmen und tun. Gut, das ist schon fast ein Schlusswort, Frau Hentschke. Und ich muss auf die Zeit schauen. Ich habe den Herrn Zakoselski jetzt viel zu wenig drangenommen. Ich würde Sie trotzdem bitten, noch bis zum Schlussstatement. Aber ich würde gerne wirklich eine Schlussrunde machen, wo wir nochmal reflektieren, beziehungsweise wo jeder für sich noch einmal persönlich sagt, was wäre Ihr Wunsch zum Thema Verantwortung? Wenn man jetzt auch in die Zukunft schauen und gerade das, was die Frau Herrlitschke jetzt gesagt hat, auch hernehmen und sagen, ja, never waste a good crisis. Und einfach, wir haben jetzt die Chance, und da sind wir ja beim Thema Verantwortung, diese Verantwortung auch wirklich wahrzunehmen, zu stärken, einzufordern, was auch immer, auf welcher Ebene. Drum die Frage an die Runde. Ich entschuldige mich bei den Teilnehmerinnen oder beziehungsweise beim Publikum. Es ist mir nicht gelungen, bis jetzt alle Fragen reinzunehmen. Ich werde schauen, ob man noch vielleicht davor eine, es ist 53, das wird sehr knapp, vielleicht passt eine gerade zum eine Frage noch zum Schluss, dass das Statement der Frau Herrlitschke nicht gehört wurde. Vielleicht kurz an die Dame im Publikum. Sie können das auf jeden Fall dann im Nachhinein noch nachschauen und nachlesen. Ich würde aus Zeitgründen jetzt wirklich in die Schlussrunde kommen. Ich nehme den Herrn Zakoselski zum Schluss und er verbindet das mit seinem Abschlussstatement. Fangen wir wieder, Frau Herrlitschke war gerade dran, fangen wir mit dem Herrn Strolz an, weil der so schön in der Mitte ist, meinem Screen. Was wäre Ihr Wunsch zum Thema Verantwortung? Ja, jetzt hören Sie mich, ja? Ja. Okay. Na, ich glaube schon aus unternehmerischer Sicht, ich bin ein Fan von Corporate Citizenship. Ich glaube, dass wir als Unternehmen, egal ob ich jetzt eine kleine Tischlerei bin im Waldviertel oder im Großwaldtal oder ob ich ein Dienstleistungsunternehmen bin oder ob ich ein großes nationales oder eben internationales Unternehmen bin, dass ich eine Verpflichtung habe, mich einzubringen, weil, und das ist meine Überzeugung als Systemiker, Unternehmen sind lebende Organismen, sind Persönlichkeiten der anderen Art, die eben auch im Gemeinschaftsleben sich einzubringen haben, ja, sich zu definieren haben,
aber eben auch in die Verantwortung zu gehen haben. Und das heißt, ich habe kulturelle Beiträge einzubringen, ich habe natürlich auch wertschöpfende Beiträge einzubringen. Und so hat jedes Unternehmen andere Möglichkeiten, weil jedes auch eine andere Einbettung hat. Und ich glaube, diese Haltung muss sich auch in der Führung verdichten. Und diese Haltung dann zu leben, das wird uns einen guten Schritt weiterbringen. Das kann eine Kooperation mit der lokalen Schule sein, mit der Zivilgesellschaft. Das können sportliche Initiativen sein. Und jede dieser Initiativen ist ein Baustein für dieses neue Miteinander, das sich hier bauen soll. Weil ich glaube, dass Verantwortung eben immer konkret ist. Sie braucht vor allem eines, nämlich die Freiheit. Deswegen bin ich eben ein Fan, auch das politische Rahmensystem nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber das ist derzeit jedenfalls gegeben in Österreich und in Europa. Und den Rest müssen wir als Unternehmerinnen und Unternehmer oder Unternehmensleiterinnen, Führer im konkreten Alltag beantworten. Mhm. Danke. Herr Mathé. Ja, kurzer Wunsch. Ganz kurzer. Mehr nachhaltig handeln, weil es gibt schlicht und einfach keine Planeten B, dass das wirklich Common Sense wird. Und leben wir doch unser Leben in wirklich vollen Zügen. Das ist gut. Das können wir gerade jetzt brauchen, in vollen Zügen. Herr Palazzo. Vielleicht anknüpfend an die Idee, die Frau Helitschka eben in den Raum warf, über die nachhaltige Stadt. Ich denke, es war noch niemals so einfach wie jetzt, vorzupreschen, mit innovativen und radikalen neuen Ideen und erfolgreich zu sein. Weil Covid hat da eine Bresche geschlagen im Bewusstsein der Menschen, dass diesen Drang nach ja, einer nachhaltigeren Welt verstärkt. Und das muss man jetzt ausnutzen. Und das würde ich mir wünschen, dass da mehr solche Projekte, wo Leute mutig vorspringen, passieren. Was mir Mut macht, ist, wenn man in der Geschichte zurückschaut, es hat noch niemals eine Pandemie gegeben, nach der die Gesellschaft so blieb, wie sie vor der Pandemie war. Die gesamten Institutionen und Glaubenssätze einer Gesellschaft brechen immer zusammen nach einer Pandemie. Sie werden nicht immer ausgelöst durch die Pandemie, sind oft vorher schon in der Krise, aber die Pandemie gibt oft den Todesstoß und ich hoffe, dass das jetzt auch wieder der Fall ist. Mhm. Danke. Herr Thurnherrn. Ja, ich würde auch anknüpfen an das, was der Frau Herrlich gesagt hat. Also ich denke, eine europäische, kommunikative, technologische Souveränität muss her. Und mein Wunsch wäre, dass das sozusagen mit öffentlich-rechtlichen Akzenten passiert und nicht im Sinn einer rein profitorientierten Privatwirtschaft. Mhm. Frau Herrlichka, nachdem Sie jetzt sehr oft angesprochen wurden. Naja, ich mache es auch wieder sehr plakativ. Es gibt gute Studien, die darstellen, wie sehr uns die Pandemie jetzt durch die Digitalisierung nach vorne katapultiert hat. Die Schätzungen gehen von 4 bis 10 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Hey, Beschleuniger, 4 bis 10 Jahre Digitalisierung. Für jeden war das ein Schnellkurs in der Schule, überall, ja, überall. Das ist ja wie eine Zeitmaschine. Und ich finde die Frage spannend, so eine Situation hat man ganz selten. Also wie nutzt man es? Und den Rest habe ich schon beantwortet. Danke für die Diskussion. Danke auch Ihnen. Herr Kostelski. Ja, ich möchte auch einen Gedanken von Frau Herrlitschka aufgreifen, nämlich das Thema, haben wir uns doch alle auf den Backerl und tun etwas. Und auch verbinden damit, dass Sie vorhin gesagt haben, jetzt haben wir tagelang eine Diskussion geführt, eine unnötige, ich weiß jetzt schon bald nicht mehr welche. Das ist vielleicht mein Punkt. Ich glaube, wir sind eine viel zu aufgeregte Gesellschaft, viel zu oberflächliche Gesellschaft. Kein Thema gibt mehr her, als 4 bis 5 Tage von oben nach unten gewalzt zu werden. Dann ist es ausgelutscht und wird zur Seite gestellt.
Und interessanterweise, es mag auch noch so spannend sein, es wird nicht mehr aufgegriffen. Und da hätten wir jetzt ein Thema, da würde ich eigentlich an alle CEOs der Unternehmen, die CEOs der politischen Parteien und die CEOs der Medien, Chefredakteure appellieren. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern, es gab ein Klimavolksbegehren. Schublade. Ist aber gar nicht in der Schublade. Kam im Dezember in den entsprechenden Ausschuss im Parlament, Klima-Umweltausschuss, zwei Sitzungen sogar behandelt worden. Und was beinahe schon eine Sensation ist, bis auf eine Partei, von der man es allerdings eh nicht erwarten würde, haben alle anderen sich zumindest darauf verständigt, sie wollen einen Allparteien, bis auf die eine, wie gesagt, Allparteienantrag zusammenbringen, hier wirklich im Sinne des Klimavolksbegehrens etwas weiterzuentwickeln. Jetzt ist mein Punkt, es waren viel zu wenige Unternehmen, die das Klimavolksbegehren mit unterstützt haben. Also wir haben das im Sinne unserer, sind wir nochmal beim Thema Vision Nachhaltigkeit, ganz konkreter Punkt, bei uns auch raus aus Veranlagung die Kohle betreffen, sind wir schon seit 2015 völlig draußen, Exkurs Ende. Wir waren eines jener Unternehmen, die das Klimavolksbegehren und die jungen Akteure und Damen und Herren da unterstützt haben, auch bei Pressekonferenzen dabei gewesen. Und da wäre jetzt schon noch der Appell, auch jetzt noch, CEOs der Unternehmen sollen darauf hinweisen, die Dinge, die da drinstehen, sind es wert, umgesetzt zu werden. Das heißt, auch jetzt noch, der Appell an die politischen Parteien, macht wirklich was Gescheites aus eurem Allparteienantrag, nicht nur zwei Überschriften, unter die alles und nichts Platz hat. Die politischen Parteien, deren CEOs, nehmt das ernst. Die Klima- und Umweltkrise, also vor allem die Klimakrise, ist letztendlich die größte Krise, die Menschheit bedroht. Da sind uns, glaube ich, alle einig. Und bitteschön, auch der Appell an die CEOs der Medien. Verständlich, wenn immer wieder ein neues Thema kommt, drüber schwappt über alles andere. Aber vielleicht wäre es möglich, macht da eine Rubrik, eine Seite, was war denn in den letzten Monaten wichtig, wo ist denn inzwischen etwas weitergegangen, die Themen wieder aufzugreifen. Also das wäre mein Wunsch, ein bisschen mehr insofern auch Authentizität, lösen wir es von dem, was immer noch aktuell ist und bleiben ein bisschen da down to earth bei den Themen, die wichtig sind. Danke. Gut, vielen Dank, Herr Kostelski. Ich komme damit zum Schluss. Ich bedanke mich auch vielmals, zum einen beim Publikum, und da entschuldige ich mich, dass es uns nicht gelungen ist, auf alle Fragen einzugehen. Aber gleichzeitig, glaube ich, war das jetzt eine sehr, sehr breite Diskussion, die in eine ganz andere Richtung teilweise gegangen ist, als ich mir das eigentlich vorbereitet hatte. Also meine 1000 Fragen Richtung Lieferketten und was auch immer, die habe ich fürs nächste Mal dann in petto. Aber ich glaube, wir haben ganz viele Facetten von Verantwortung abgedeckt, von den Medien, die der Herr Thurnherr aufgegriffen hat, bis China, Afrika und alles, was dazwischen liegt. Und ich glaube, das Resümee ist ein sehr klares. Zum einen anpacken, ja, tun wir einfach was. Die Themen liegen am Tisch, die Herausforderungen liegen am Tisch. Nutzen wir die Chance, die uns Corona jetzt bietet, ohne das jetzt zynisch klingen zu lassen, bitte. Da muss man sehr aufpassen damit. Aber Verantwortung heißt Mut, heißt Visionen, heißt Werte, zurückbesinnen auch, Bildung, Haltung. Also das sind keine Schlagwörter, sondern das sind wirklich reale Dinge, die am Tisch liegen und die man in Wirklichkeit nur anpacken muss. Also Eigenverantwortung genauso wie Verantwortung von Organisationen. Wir haben oft die CEOs erwähnt, die berühmten Unternehmen, aber natürlich auch jede und jeder Einzelne von uns. Ja, und das positive Fazit, der Herr Mathé hat gesagt, Leben in vollen Zügen. Oder nein, gesagt hat wer andere, oder? Haben Sie es gesagt? Egal. Verantwortung ist ja nicht primär eine Belastung, sondern ich habe es zumindest nie so empfunden, sondern Verantwortung ist ja auch etwas sehr Schönes. Das vergisst man oft. Verantwortung heißt ja auch Gestaltung, heißt Kreativität, heißt Innovation. Verantwortung macht ja auch Spaß. Also ich glaube, an das denken wir viel zu wenig. Also insofern enden wir die Runde mit Leben wir in vollen Zügen, übernehmen wir wirklich Verantwortung, würde ich sagen. In dem Sinn, ich wünsche alles Gute an alle, die zugeschaut haben, an meine Diskutantinnen. Vielen, vielen Dank. Ich habe das
sehr, sehr spannende Runde empfunden. Ich hoffe, es ist Ihnen auch so gegangen. Wer möchte, bitte am 3. März beim nächsten Mal dabei sein, 15 Uhr. Thema ist Wohlstand, Neudenken, also Fragen wie, was heißt jetzt Wohlstand in Zukunft? Das knüpft wunderbar an das, was wir heute diskutiert haben. Wir haben wieder sehr spannende Gäste von Professor Matthias Binswanger, Publizist, Johannes Gutmann von Sonnentor, Franz Schellhorn, Agenda Austria, Martin Schenk, Diakonie Österreich, Nuno Kaller, Konsumkritikerin und Aktivistin und natürlich unserem Gastgeber Andreas Zagodelski, bei dem ich mich auch noch einmal bedanke. Und in diesem Sinne wünsche ich allen alles Gute, bleiben Sie gesund und danke fürs Dabeischauen. Danke.